Okay, es war ein schöner Tag. Der Himmel war auch schön. Also es war schön, auch bei unserer Nachbarin. Und bei denen war auch der Himmel auch schön. Er besuchte die Frau, ihre Nachbarin. Hey! Hi! Und wie geht's deinem Sohn? Gut, und deine Tochter? Mami, ist sie immer noch Single? Ja. Meine ist schon verlobt. Mama, weißt du mit wem? Mama. Mit deiner Tochter, ist das nicht schön? Kindchen! Mama. Ich geh. Hi, Schatzi. Komm her. Nein. Hör auf. Du bleibst daheim, verstanden? Weißt du was? Ihr seid nicht mehr verlobt. Butti! Der ist so süß. Miau, hier kriegst du eins. Danke. Okay, am nächsten Tag, wo die Eltern schon wieder gegangen sind. Ich habe ein Geschenk für dich. Wirklich? Teddy? Ich bin Sam und Teddy. Egal. Dankeschön. Oh, mein Papa ist aufgewacht. Tschüss. Ah. Kitty, was machst du? Nix, Papi. Bitte da. Ja, ich mach uns mal was. Ich geh mal auf Toilette. Nee, das stinkt hier richtig. Der hat sie das hier gemacht. Hallo Schätzchen! Boah, mach das noch so! Dein Onkel ist echt ein Schwein! Geh jetzt runter vom Klo! Ich habe aber noch nicht gespült und was hier in der Toilette stimmt. Ich weiß. Er hat ja nicht seine Puppe abgewischt. Kann ich mal bitte durch? Dam. Meine Hochzeit! Was? Sie heiraten? Nein! Das steht aber in der Liste. Heute ist der Tag, wo wir heiraten. Kommst du, Schatzi? Hast du gesagt, die Braut? Ja, ich komme. Wollt ihr heiraten und für immer geehrt sein? Ja! Jetzt sind wir verheiratet! Tschüss, sie sind verheiratet! Jetzt sind wir verheiratet! Verheiratet! Ich hasse dich! Reddit! Hallo, du bist deine Ehefrau, komm her! Nee. Ich lass uns scheiden! Ich will scheiden lassen. Gescheitert. Ich will wieder heiraten, und du? Nein! Tschüss! Ich muss auf Toilette. Oh mein Gott! Erzähl's den Büchern. Erzählst du dann hier? Du spinnst? Ja. Ich bin aus meinem alten Tresen. Ein paar Jahre später. Hey, Leute, was geht ab? Guten Morgen, Papa, ich gehe jetzt mal in die Schule. Okay, Schätzchen. Ja. Hi, Ehefrau. Lass mich in Ruhe. Hi, Ehefrau. Was hast du für ein Problem? Können wir vor einem Jahr vergessen? Wir haben uns nicht scheiden lassen. Doch. Du hast
Das ist meine Zunge das Herz gebrochen. Ich will wieder das mit Altraum aufmachen. Oh mein Gott, mein Bett ist ein schlimmer Traum. Okay, zum Glück, ich kann sie da. Ich kann ihr das Herz nicht brechen. Ich werde ihr alles schenken, was sie. Ich werde ihr alles schenken, was sie. Hey, was willst du? Schenk dir alles, was du willst, wirklich. Das ist nicht okay. Dann schenke ich dem gar nichts. Tschüss. Da! Okay. Ich glaube, Mama, ich habe ihr hat mir das Herz gebrochen. Ich schlafe wieder im Traum. Mom? Hä? Warum bin ich im Traum? Nein! Hallo, Mom! Dad! Warum läutet die Glocke? Hi, Schatz! Was ist los? Was ist los? Trau dich. Lügst du noch? Ich helf dir. Nein! Steh auf! Mann, was für Albträume habe ich denn jetzt eigentlich? Mann, Schätzchen. Hey, irgendwie habe ich voll schlechte Träume mit dir. Dass du stirbst, dass wir uns trennen und so toll. Danke. Jetzt gehen wir wieder ins Bett. Es ist schon 8 Uhr. Oh, mein Eltern kommen. Ah! Jetzt beginnt ihr Traum. Mami? Papi? Das ist dein Traum. Hallo. Ich bin ein Schuss eigentlich. Du bist hier in einem Traum. Das hier ist ein Traum, wo alles. Also das hier ist die Vergangenheit. Das wird hier alles passieren. Die Toilette ist blitzblank. Ja, der Fernseher kommt mein Lieblingssendung. Ja, gut. Der Kühlschrank ist voll. Geh jetzt mal bitte zu deinem Nachbar, wo dein Verlobter ist. Aber der eigentlich nicht mehr dein Verlobter ist, weil wir jetzt schon eine Freundin haben. Das sieht. Bye. Bye. Du hast mich nicht geliebt. Ich mache mit dir Schluss. Ich hab doch eh schon vor 3 Jahren Schluss gemacht. Du bist kein Typ. Jetzt ist der Traum. Alles vorbei. Das ist ein Traum. Hey, was geht ab? Hey! Der Traum ist wahr. Was? Meine Lieblingsserie. Meine Lieblingsserie. Service Club. Voller Kühlschrank. Kein Kinderbett mehr. Ich bin so groß. Ich bin erwachsen. Was hast du denn gemacht? Du bist schon 18 Jahre alt, ey. Stimmt. Meine Eltern haben mich rausgeworfen. Nein, du hast deine Eltern rausgeworfen. Deine Eltern sind gestorben. Dich. Ey, was hab ich jetzt gemacht? Und das ist meine Ehefrau. Du bist potthässlich. Jetzt weiter. Hey, geht's dir überhaupt gut? Du hattest bestimmt einen schönen Traum. Du hattest bestimmt einen schlechten Albtraum, oder? Du hattest jemand anderes geheiratet. Wen denn? Eine Prozessige. Das war's selber, wenn die Prozessige ist. Ich liebe dich nicht, Stella. Komm her. Du bist nervös. Wo sind meine Eltern? Die sind einkaufen. Hast du nicht zugehört? Nein, dann bin ich eingeschlafen. Oh mein Gott, sie hat ja echt.